Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Schwamm, lieber Herr Mielhorn, herzlichen Dank für die Einladung hierher in also das Schlossarztgebäude, gewisserweise, etwas aus Berliner Sicht. Und ich muss mal ein Stück weit nach Hof fahren. Ich habe ja extra für diese kleine Vortragsreihe ein Papier gemacht, ja, aus Zuneigung zu dem Veranstalter und habe mir mal die Mühe gemacht, mal zu sagen, zu versuchen, was eigentlich Mut zur Wahrheit heißt. Ist ja ein Leitbegriff der Alternative für Deutschland. Und jetzt sehe ich eigentlich so Mut zu Deutschland und viele ja, Mythen, die es da gibt. Gut, aber Mut zur Wahrheit bedarf schon der Erklärung und habe da die alte Frage, die Nietzsche schon sehr prononziert gestellt hat, warum überhaupt Wahrheit? Und ein bisschen erweitert, war die Richtigkeit, muss man unterscheiden, hier versucht zu erörtern. Und das sieht ja aus, kann jeder mitnehmen. Ja, Herr Mehl war so freundlich da, oder Herr Schramm, da viele Exemplare zu machen. Ich darf Ihnen nur sagen, das ist kein leichter Text. Ja. Das ist ein philosophischer Text letztlich. Wie soll es anders sein, wenn es um die Wahrheit geht? Also man muss sich da schon einigermaßen Mühe geben beim Lesen. Aber es geht nicht anders. Wenn man das begründen will, warum überhaupt Wahrheit, da wir doch in einer Welt, und er hat mein Freund Jost Bauch hier gerade ausgeführt, wir leben in einer Welt der Lüge, praktisch alle unsere Lebensverhältnisse, gemeinsame Lebensverhältnisse, beruhen ja auf der Unwahrheit. Ne? Natürlich gibt es auch im Alltag viel Wahrheit, ja? Ich hoffe auch zu den Ehepartnern. Aber auch da kommt es ja vor, dass man nicht immer die Wahrheit gesagt hat. Und, aber in Politikings geht es immer, liegt zugrunde die Unwahrheit, ja, oft die Lüge. Hannah Arendt hat das ja alles wunderbar ausgeführt, Lüge in der Politik. Und der erste Teil befasst sich mit den alltäglichen Beispielen der Unwahrheit, die uns zugrunde liegen. Das fängt mit den Religionen an, die als Wahrheit ausgegeben werden, aber diese Rule of Glauben, den ich bestreiten will und der ist ernst zu nehmen. Aber der Glaube an Gott kann nicht reklamieren, irgendwie eine Wahrheit zugrunde zu legen. Also ich sehe den Wahrheitsbegriff da ganz objektivistisch. Also ich folge da der Popperschen Wahrheitslehre, die auch mir überlegen zu sein scheint, die objektive Theorie. Und das gilt natürlich für das Christentum ganz genauso. Ich darf das sagen, weil ich Pfarrerssohn bin. Also ich bin so aufgewachsen. Und sicherlich bin ich ein Christ, kulturell. Nicht? Das heißt, solange nicht, dass man gläubig ist und auch erst recht nicht, dass man der Kirche angehört und die grün-rot-rote Politik finanziert. Aber das bringe ich hier alle Beispiele, auch ein bisschen natürlich zum wirtschaftlichen Beispiel auch. Du hast es angesprochen, die ganze Globalisierung, die ja hier als eine objektive Wahrheit sozusagen verbindlich gemacht wird, beruht ja einzig und allein auf einer Unwahrheit, ja, man muss schon sagen, einer propagandistischen Lüge, nämlich, dass der Freihandel eben alle, die beteiligt sind, das heißt, sprich die ganze Welt, natürlich nur fördert und den Wohlstand aller fördert. Sie merken das sicherlich in Ihrem Alltag, wie Ihr Wohlstand seit 30 Jahren gefördert wird, ja, ich nehme an, er stagniert. Aber Reich und Arm gehen mehr und mehr auseinander. Und mit dieser Propaganda und des Handelsblatts, das ich regelmäßig lese, weil ich so ein Stück Selbstkasteiung in mir habe, das vergisst ja an keinem Tag, Propaganda für den Freihandel zu machen. Und die Leute mit den einfachsten Denkungsarten, aber mit wichtigen Posten, äußern sich da ständig auf der letzten Seite und sagen, wie unverzichtbar eben die Globalisierung der Freihandel ist. Das ist ja auch für Volkswörter, vielleicht einer dabei, eine heilige Vokabel, so ungefähr wie für Muslime das Wort Allah. Aber nur es ist kein Freihandel. Es ist keiner. Ich habe mich ausführlich damit beschäftigt, auch in Promotion, also die ich gemacht habe und betreut habe, dass der Freihandel setzt nun mal um der komparativen Kostenvorteile willen eben die Auslastung aller Ressourcen aller an dem Handel beteiligten Staaten voraus, Volkswirtschaften.
In keiner der beteiligten Volkswirtschaften sind die Ressourcen ausgelastet. In Deutschland schon gar nicht. Ja? Wir nutzen etwa 80% unserer Produktivkräfte und wir haben auch immer noch Arbeitslose, in Wirklichkeit viel mehr als die Zahlen hergeben. Wenn man es genauer rechnet mit einer 40-Stunden-Woche derer, die arbeitsfähig sind, dann haben wir 11 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Aber ich kann das natürlich nur in der Diskussion vertiefen. Also auch bei uns stimmt es nicht, in Amerika stimmt es nicht, in Asien stimmt es auch nicht. Das ist nichts anderes als ein wirklich gelungenes, gut beobachtetes Ausbeutungssystem. Ja, es werden die Niedriglohnländer ausgebeutet. Dort veranstalten die Staaten Sklavenarbeit. Ja, die sind noch sklavenhafter als bei uns. In den Nationen oder in den Volkswirtschaften, die wirtschaftlich stärker sind, wird ausgebeutet die Kaufkraft. Ich meine, die Massenzuwanderung wird auch im Wesentlichen von der Industrie befürwortet, weil da Konsumenten kommen. Kaufkräftige Konsumenten. Und wir bezahlen das irgendwie durch Fiat Money. Das kann man ja ausführen, du hast das angesprochen. Ja, durch Geldmengenerweiterung, ein schwieriges Thema. Niemals, da muss ich ein bisschen anders einen Zungenschlag anwenden, niemals werden diese Schulden zurückgezahlt. Niemals, ist gar nicht darauf angelegt, ist auch gar nicht notwendig. Schafft aber Kaufkraft, wenn die Geldmenge durch die Europäische Zentralbank jetzt für die Prozesse da auch weiß da ein bisschen Bescheid, wenn die also immer weiter erweitert wird, das ist ja zunächst einmal der Geldkreislauf der Banken, der Geldkreislauf des Publikums ist ja ein anderer, aber der wird natürlich damit gerade in den südeuropäischen Ländern auch erheblich angereichert. Nein, man braucht immer mehr Konsumenten. Wir hatten eine enorme Konjunktur, als die glorreiche DDR dann sich vereinigt hat, also für den Beitritt mit der Bundesrepublik Deutschland, weil da 15, 16, 17 Millionen Menschen dazu kamen, die erleben wollten, leben mussten und die kaufen konnten. Das Geld wurde schon beschafft. Nicht, das ist die Produktion, die vermasst werden kann, braucht Abnehmer. Darum geht es auch und wesentlich. Das ist das industrielle Interesse. Und die Industrie hat ein wunderbares System entwickelt, das der Globalisierung wirtschaftlich, um da die Ausbeutung zu optimieren. Und wir sehen, die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Und niemand in den Entwicklungsländern oder so ist da reicher geworden. Man kann das diskutieren. Nur, ein Freihandel nach Ricardo und Adam Smith und all den großen Freihandelslehren ist das nicht. Und ich habe da sehr gute Zeugen. Einer heißt Joseph Stiglitz. Immerhin Nobelpreisträger, aber der ist auch sonst gut. Nicht, dass ich irgendwas von den wirtschaftswissenschaftlichen Nobelpreisträgern halte an und für sich. Würde ich sofort abschaffen. Ich bin heilfroh, dass die Rechtswissenschaftler so einen Unsinn nicht gibt. Das Schlimmste ist ja immer der Friedensnobelpreis. Da muss man schon viel gemordet haben, um den zu kriegen. Das ist auch nicht meine Zielsetzung. Stiglitz sagt das und führt das auch wunderbar aus. Aber auch sein fast Gegenspieler, aber auch keynesianisch geprägt, wenn auch tendenziell neoliberal, Paul Krugman. In so einem dicken Werk da über den Welthandel sagt er das auch. Es sträubt sich alles dagegen bei ihm, innerlich. Aber er muss es zugeben. Ja? Eine Voraussetzung für den Freihandel besteht überhaupt nicht. Es gibt keinerlei Vorteile in diesem System, verdient den Edeltitel Freihandel eben nicht. Das ist die ganz große Werbung für die Globalisierung. Nun passt das natürlich nicht alleine. Die wirtschaftliche Globalisierung stößt ja immer ein bisschen auf Unwillen. Auch also muss man natürlich die Welt insgesamt vereinigen. Und das große Ziel ist eben the One World, die Global Governance. Und das ist ja nicht eine Einfall von irgendwelchen Politikern alleine. Und die ganze Zuwanderungsfrage ist auch nicht irgendeine plötzliche Eingebung eben in der Nacht von Angela Merkel. Ja, ich glaube nicht einmal, dass ihr Mann ihr das eingeredet hat, falls er irgendwas zu sagen hat. Ich kenne dessen Rolle natürlich nicht. Wenn ich an die Rolle meiner Frau denke, die ist mächtig. Ja? Nur hier mischt sich nicht ein. Diese Fragen, die ich jetzt hier vortrage, sind ein bisschen zu schwierig. Es ist seit Jahrzehnten
Und das weiß man in Deutschland nicht. Deswegen komme ich ja her, bin auch hergerufen, um ein paar Informationen zu geben für Ihre Argumentation in der praktischen Politik. Und seit Jahrzehnten wird die One-World-Politik betrieben von den Vereinten Nationen. Ja, und das ist eine mächtige Institution. Und viele Politiker orientieren sich ganz und gar nach der Konzeption der Vereinten Nationen. Das spielt auch für die Islamisierung Deutschlands und Europas eine ganz entscheidende Rolle. Denn in der Mitgliederversammlung der Vereinten Nationen haben natürlich diese Staaten die Mehrheit. Und nicht etwa die europäischen Staaten. Natürlich sind die Vereinigten Staaten das mächtig. Also sie haben da auch nicht die Mehrheit. Die ganz entscheidenden politischen Anstöße, um die es hier geht, kommen immer von der Mitgliederversammlung, von der Vollversammlung. Und das ist ja nicht der Sicherheitsrat etwa. Und da sind die Mehrheitsverhältnisse völlig anders. Deswegen wollen ja sehr fortschrittliche Politiker, wie hieß das, dieser Außenminister nochmal, den wir da mal erlitten haben? Fischer? Joschka, auf jeden Fall. Der hat ja auch deswegen gefordert, es muss alles umgestaltet werden. Die entscheidenden politischen Weichenstellungen müssen von der Mitgliederversammlung erfolgen. Und nicht etwa vom Sicherheitsrat. Dann gnade uns Gott, kann ich nur sagen. Dann haben wir bald den totalen Krieg. Aber es ist eine andere Frage. Nicht so. Und diese Vereinten Nationen betreiben doch schon seit der Nachkriegszeit diese One World Politik. Da gibt es die Agenda 94 in Argentinien beschlossen, die also schon die neue Welt genau definiert. Die gibt sich ökologisch, ist aber sozialpolitisch. Und weil ja alle, es gibt ja eine ganz große Ideologie in dieser Welt, die auch in Deutschland eine allzu große Rolle spielt, ist der Egalitarismus. Ja? Eine besondere Form des Sozialismus, der Egalitarismus. Es muss allen Menschen müssen gleiche Lebensverhältnisse leben und müssen angeglichen werden in jeder Weise. Wenn jemand zu gut aussieht, trifft meist Frauen, kann man das ja ändern. Da gibt es ja chirurgische Eingriffe. Ja? Und bisher wird es eher umgekehrt gemacht, aber man kann, es gibt diese egalitaristischen Vorstellungen in Amerika, werden die publiziert, nicht? Damit die einen Vorteil hat durch gutes Aussehen. Und durch Kraft, Größe, vielleicht sogar durch Denkfähigkeit, geht überhaupt nicht. Unser Schulsystem ist darauf ausgerichtet, das alles zu egalisieren. Dass niemand mehr irgendeine besondere intellektuelle Befähigung hat. Das gelingt sehr gut. Also ich meine natürlich die Berliner Schulen, nicht die sächsischen. Ja? Da muss natürlich alles viel besser sein, steht mir kein Urteil zu. Also der Egalitarismus ist die Ideologie, die Großideologie. Und es muss allen in der Welt gleich gehen. Ist doch ganz egal, ob jemand Deutscher ist oder nicht. Was ist das eigentlich? Wollen wir wirklich nicht mehr hören, ob er zum deutschen Volk gehört oder nicht. Es ist ein Mensch, ja, es sind Menschen. Ja? Und der ist nun mal in Afrika geboren. Oder wo auch immer. Deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, dass es ihm schlechter geht als diesen elenden Deutschen, die ja schließlich schuldig geworden sind. Ja? In einmaliger Weise schuldig geworden sind. Das gehört ja auch ganz mit dazu. Also, nur, das muss man alles begründen, warum vielleicht der Unterschied seine Richtigkeit hat, seine Tragfähigkeit hat. Also all diese Bewegung, die auch der Hintergrund und die Triebfeder der Massenzuwanderung ist. Das ist ja auch mein Thema. Aber ich will ja auch ein bisschen über die nationale Option sprechen, das Buch, das ja hier im Juni rausgekommen ist, habe ich ja gerade als Hintergrund für die AfD geschrieben. Also ich meine, ich will Ihnen nicht sagen, wie Sie zu denken haben. Also es könnte vielleicht Hilfestellung geben. Und genauso Souveränität Deutschlands und Erinnerung ans Recht ist auch aus dem Jahr 2016. Und natürlich auch hier diese Schrift mit Jost Bauch. Einwanderung und Souveränität kriegt man alles da hinten bei Herrn Mörder. Diese Schrift, also die Agenda 94 alleine betreibt genau die Politik und sagt, Ein Raum von 20 Quadratmetern reicht für jeden Menschen. Mehr braucht er nicht. Steht da alles drin. Kann das alles im Einzelnen auswählen. Ich habe da mal mich genau mit beschäftigt, mit der Agenda. Die ist aber inzwischen erneuert. Jetzt gibt es eine Agenda 2030. Die ist nur noch ein bisschen schlimmer. Sie können ja mal, die haben ja einen PC, können ja Netze mal gucken.
Einfach mal lesen. Man muss einfach mal lesen. So, das ist das eine. Ich muss mich ja kurz halten. Aber ich habe die ganze Nacht Zeit. Ich habe jetzt was nicht zu essen gekriegt. Sonst wäre ich ja gar nicht aufgetreten. Aber jetzt kann ich die ganze Nacht durchmachen. Und ein bisschen zu trinken haben wir auch. Also die Europapolitik, das ist ja auch nicht bekannt. Warum sollte es auch bekannt sein? Es wird ja nicht im Fernsehen darüber berichtet. Aber wenn man glaubt, das wissen Sie ja alle, dass man durch die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten informiert wird, dann hat man sich um eine große Irrt. Ja? Es ist schwer, sich das abzugewöhnen, dahin zu gucken. Aber ich sag mal wirklich was ganz Freches. Ja? Lesen Sie doch mal so ein Buch. Das ist dann, sind Sie besser, lesen Sie nur, die ist extra kurz gehalten, aber schon schwierige Papier. Lesen Sie es, arbeiten Sie mal durch. Nicht? Dann wissen Sie ein bisschen besser, was Wahrheit ist und was Freiheit ist und was Würde ist, Menschen ist. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Ich komme vielleicht noch drauf, wenn Sie mir erlauben. Also, die Europäische Union betreibt seit den 60er Jahren massiv ja, die Mittelmeerpolitik und die Barcelona-Politik. Barcelona ist ja gerade schreckliches passiert, trotzdem wollte ich das Wort erwähnen. Das ist ja der Barcelona-Politik und die hat genau zum Gegenstand die Vereinigung aller Mittelmeerstaaten, also alle des gesamten Raums ums Mittelmeer herum, wurde später insbesondere von Nicolas Sarkozy betrieben und hat auch neuere Papiere. Ich habe das hier auch aufgeführt, nationale Option. Da können wir es einzeln nachlesen. Und zu den Vertragsstaaten. Das sind vertragliche Vereinbarungen mit der Entwicklung. Das soll so entwickelt werden wie die Europäische Union. Ja? Da gehören 17 islamische Staaten. 17 islamische Staaten. Also Türkei als islamischer Staat mitgerechnet. Nicht? Obwohl ja der Laizismus in der Verfassung steht. Also man hat den Eindruck, der islamisiert sich ganz schnell. Das ist der Grund, das ist der tiefere Grund, warum der Islam zu Deutschland gehört, sprich gehören soll. Warum das gesagt wird von den bestimmten Leuten, die meinen, sie seien wichtig. Ja, manche sind ja der Bundespräsident und so weiter. Der Punkt, dass das die Zielsetzung ist. Man redet im Augenblick nicht viel darüber, weil es so im Augenblick im Nahen Osten nicht so gut aussieht. Das ist im Augenblick nicht so das Thema, da passieren andere Dinge. Da gibt es den Islamischen Staat, den IS und so weiter, der bekämpft wird, zu Recht bekämpft wird und viele andere Sorgen mehr. Und jetzt hat man erstmal das zurückgestellt, dass die ja eigentlich zu uns gehören, sie gehören ja zum Mittelmeerraum. Wie schon mal in bestimmten Zeiten im alten Rom. Das alte Römische Reich in der Größe wiederherstellen. Und da ist natürlich eine Voraussetzung ganz klar. Man muss den Islam akzeptieren und dessen Ausbreitung im sonstigen Mittelmeerraum, sprich in Europa, muss man natürlich schon hinnehmen und gutheißen. Was meinen Sie, warum die katholische Kirche den Islam umrahmt? Was dahinter steckt? Ja? Es ist natürlich ein Baustein der One-World-Politik, diese Mittelmeerraumpolitik. Und es gibt ja einen neuen französischen Präsidenten, der das ja sofort wieder aufgegriffen hat. Wie heißt der eigentlich? Ja? Der ist natürlich hochbeliebt. Ja, hochbeliebt, sofort der richtige Mann. Diesen Typ brauchen wir. Jung, ohne jede Konzeption, ohne jede Moral. Ich meine, muss man nicht auf persönliche Dinge eingehen. Der macht genau die Politik, die man machen soll. Und jetzt, der baut dann Österreich jemanden auf, mit so einem kurzen Namen Kurz. Und jetzt regiert sich aber in Deutschland auch jemand so als dieser Typ. Schafft er nicht. Ja, da muss der zu viel herum manipulieren. Ja? So schön ist er eben nicht. Sie wissen, wen ich meine. Also den sieht man ab und zu jetzt im Fernsehen, das ist ja viel zu häufig im Fernsehen, heißt Lindner. Ja, und der soll ja auch so ein Typ sein. Die Leute wollen junge Typen, dynamische Leute wie Macrone und dann die Frauen wählen die denn schon. Seine Frau ist ja auch schon ein bisschen älter, hat die auch gewählt. Nicht? Schon in der Schulzeit. In Deutschland ist sowas strafbar, aber ich meine, man weiß ja nicht, was im Einzelnen vorgefallen ist. Also diese Politiken,
Die stehen, die sind verbindlich, die werden weiterverfolgt. Das ist der Hintergrund, nicht Humanitarismus. Das ist eine reine Ausrede. Ja? Wenn jemand auf die Gedanken kommt, dass Angela Merkel ausgerechnet, ja, wir wissen alle, welchen Lebensweg sie gegangen ist, wenn du eine humanitäre Handlung hast, also so leidig bin ich nicht. Ja? Das ist eine Vollstreckerin. Das ist ein ganz klarer Punkt, und zwar eiskalt. Eiskalt, die macht das gut. Sie hat gute Berater. Sie hat es im Griff. Der Martin Schulz, ja? Der heilige Martin, nicht? Das Heiligtum war natürlich nur sehr kurz, die Heiligsprechung. Kam zu schnell. Der hat keine Chance dagegen. Gut so. Ja? Aber es macht sie einfach viel besser als er, weil sie besser beraten ist. Gar nicht über Politik reden. Gar nicht. Die Leute in Sicherheit liegen. Ja? Mutti macht das alles schon. Ihr braucht keine Sorgen zu haben. Also, das zum Hintergrund meines Erachtens. Weil ich die Texte kenne und darüber auch schon sogar Vorträge gehalten habe. Und weil ja mein Beruf ist, diese Texte zu kennen. Deswegen, wie eigentlich die Hintergründe dieser illegalen Massenzuwanderung ist. Und Jost Borch hat ja 900 berechtigte Asylanträge ausgerechnet. 900, ja, immerhin. Immerhin, also das sind die, die nicht über Land gekommen sind, sondern eingeflogen wurden. Ja. Die wurden eingeflogen. Ja, oder sind eingeflogen. Vielleicht sind sie auch irgendwo über die Ostsee geschwommen. Ja, könnte ja auch noch Nordsee, weil es gibt ja Menschen, die können durch die Nordsee schwimmen. Aber eins ist auch völlig klar, verfassungsrechtlich. Und vom Bundesverfassungsgericht völlig mit einer harten Entscheidung akzeptiert. Nach dieser Verfassungsnovelle 1993, nachdem wir schon mal eine ganz starke Zuwanderungsbewegung hatten, die, und da hat es ja den Kompromiss gegeben zwischen den früher mal also konkurrierenden Parteien auf der rechten Seite, also der unrechten Seite, kann ich es ja auch mal so formulieren, also SPD und CDU, CSU. Also, was war das jetzt hier? Bin ein bisschen rausgekommen, wo war ich gerade? Ein bisschen den Faden verloren, ehrlich gesagt, durch irgendwie ich habe falsche Dinge gedacht. Ich fürchte es vorher. Es ist die damalige Entscheidung, die Verfassungswelle 16a. Das ist der Punkt. Artikel 16a ist da eingeführt worden. Und er sagt ja klipp und klar, dass wer aus einem Land der Europäischen Union einreist oder aus einem sicheren Drittstaat, dass der sich nicht auf das Asylgrundrecht berufen kann. Wie es ja Jost gesagt hat. Ja? Er kann sich gar nicht darauf berufen, das heißt, das Gericht hat in der großen Entscheidung von 1996 klar gesagt, dass nicht einmal ein Anspruch auf Verfahren besteht. Nicht einmal ein Anspruch auf Verfahren. Das war ja das Leitwesen vorher schon, jetzt wieder, dass da Verfahren, wenn jemand Asyl beantragt hatte, Verfahren durchgeführt wurde, was 10 Jahre gedauert hat. Und die Leute fielen also den Sozialkassen 10 Jahre zur Last. Oder länger. Und sind dann geblieben, zum großen Teil. Also das ist kein Anspruch auf Verfahren. Das heißt, keiner von diesen Leuten, nicht einer, der über Land gekommen ist, ist legal eingereist. Nicht einer. Ja? Sie hätten alle an der Grenze abgewiesen werden müssen. Der entscheidende Schritt ist die Grenzüberschreitung. Also das ist ja doppeldeutig geradezu. Und die Bundespolizei wäre jederzeit dazu in der Lage gewesen, ja, ohne jede Schwierigkeit, hatte die Weisung, eben nicht, die Grenzen nicht zu schützen, die Grenzen offen zu lassen. Mit der Ausrede, wie soll man die lange Grenze schützen können? Deutsche haben damit gute Erfahrung, wie man die Grenze schützt. No? Das geht doch. Wir liefern die elektronischen Zäune zur Grenzsicherung nach Saudi-Arabien. Die sind da sehr wirksam. Also ist überhaupt gar kein Problem, die Grenze zu sichern. Nein, sie durften nicht. Schlimm ist, dass die Polizisten sich daran gehalten haben. Das ist eine klare Straftat. Eine
eine Weisung von wem auch immer, die also zum strafbaren Verhalten führt oder die gegen die Gesetze ist, ist ohne jede Verbindlichkeit. Aber man gehorcht ganz einfach. Ich meine, dass ich als Staatsrechtslehrer nur einen Aspekt habe, Wahrung des Rechts, Verwirklichung des Rechtsprinzips. Was anderes interessiert mich nicht. Deswegen habe ich schon seit Jahrzehnten die ganzen Prozesse geführt. Mir geht es nur um das Rechtsprinzip. Und die einzige Partei, in der ich bei eine Chance sehe, eine Chance, müssen wir machen, dass das Recht verwirklicht wird, ist die Alternative für Deutschland. Denn die Rechtlichkeit des gemeinsamen Lebens ist nun mal die Alternative zu dem Unrechtsstaat, in den wir hineingekommen sind. Ja? Es ist längst ein Unrechtsstaat. Es geschieht dermaßen viel Unrecht, das ist ja nicht nur die Massenzuwanderung, es ist auch die gesamte europäische Integration. Ich meine, die Prozesse haben alle geführt. Ja? Die Maastricht-Prozess, der Lissabon-Prozess und die ganzen Euro-Prozesse, jetzt die EZB-Prozesse, auch der jetzt durch Fernsehen ging, bin ich auch beteiligt, wurde nicht genannt natürlich, wer wurde schon genannt. Also das ist natürlich alles verfassungswidriges Unrecht. Und es ist nicht nur dieser oppositionelle Schachschneider, den die junge Freiheit nicht mag, weil er wirklich oppositionell ist, freundliche Nebenbemerkung, sondern Bundesverfassungsgericht selbst. Nur, dass Wiegers Deutschland, fast alle, hier sitzen ein paar andere, sich das Bundesverfassungsgericht im Europäischen Gerichtshof unterwirft. Das ist ein Unglück. Im OMT-Prozess, der nach 4-5 Jahren entschieden wurde, ja, wenn alles nicht mehr keine praktische Bedeutung mehr hat, genauso geht es jetzt bei quantitativen Easing, also diese Politik des leichten Geldes, das wird entschieden werden, wenn es völlig bedeutungslos ist, wenn das Programm beendet ist. Das ist egal. Aber im OMT haben sie ganz klar gesagt, im Vorlagebeschluss, was dort geschieht, ist Staatsfinanzierung. Also verfassungswidrig. Aber sie mussten vorlegen, dem Europäischen Gericht. Ja, natürlich. Sie entscheiden immer umgekehrt. Sie entscheiden immer so, dass es der europäischen Integration nützt. Das ist die einzige, so wie sie sie wollen. Das ist die einzige Maxime. Der einzige Rechtssatz, der da oben eine Rolle spielt. Und dann kam die Schlussentscheidung. Dann haben sie gesagt, also in dem Urteil lesen Sie es, ist zwar Körperverletzung, ja, müssen Sie sich richtig warm anziehen, so ein Urteil zu lesen. Selbstkasteiung. Aber da steht ganz klar drin, dass Karlsruhe ist anderer Meinung. Aber der Europäische Gerichtshof hat entschieden und in dem Kooperationsverhältnis zum Europäischen Gerichtshof und Bundesverfassungsgericht ist es ja wohl richtig, dass über Europarecht der Europäische Gerichtshof das letzte Wort hat. Das heißt, sie würden das nur sozusagen nicht in Deutschland für anwendbar erklären, wenn es, jetzt kommt das Wort, Willkür ist. Steht in dem Urteil drin. Ja, wenn im OMT-Urteil. Wenn der Europäische Gerichtshof willkürlich gehandelt hat, dann soll mal das Bundesverfassungsgericht kommen. Ja? Alles brave Jünger. Ne? Und Jüngerinnen natürlich. Ja, die, wird es ja immer schlimmer. Also die sagen, der Europäische Gerichtshof handelt willkürlich. Jemand, eine Institution, die als Gericht feiert, natürlich mit dem Gericht nichts zu tun hat. Ja, ein Gericht, das in Verfassungssachen Recht spricht, muss doch wohl eins haben. Die stärkste demokratische Legitimation. Nicht, wenn wer für uns erkennen soll, stellvertretend für uns alle, für ganz Europa, 500 Millionen Menschen, was Recht ist, muss da die demokratische Legitimation an und für sich haben. Viel stärker als die des Parlaments, viel stärker als die der Regierung. Also die haben null demokratische Legitimation. Null. Ist überhaupt keine demokratische Legitimation, auch nur spürbar. Aus jedem Land kommt ein Mitgliedstaat, kommt ein Richter. Sie kennen natürlich alle, ich kenne allenfalls einen, ja, in Deutschen. Und kennen Sie ihn wohl nicht? Und wer hat denn die gewählt? Das schlechteste Richterwahlverfahren, das überhaupt denkbar ist, die werden nämlich im gegenseitigen Einvernehmen der Regierungen ernannt. Ja? Die Regierungen sind ja genau die richtigen Kreativorgane für ein Gericht, da das größte Unrecht immer von den Regierungen immer zu befürchten ist. Deswegen müssen die Richter so gewählt werden, dass sie möglichst regierungsunabhängig sind. Richterweise dürfte keiner einer Partei angehören. Praktisch gehören sie alle einer Partei an. Ja, man stehen Parteien nah,
also von Unabhängigkeit der Richter, auch in Deutschland, also Bundesverfassung, kann überhaupt keine Rede sein. Aber im europäischen Gerichtshof schon gar nicht. Kennen Sie den aus Bulgarien, kennen Sie den aus Malta und so weiter und so weiter. Die haben entscheidend deutsche Schicksale. Die haben alles gleiche Stimmrecht. Ein Gericht ist das nicht. Ja, habe ich eine Doktorarbeit zugemacht, kriegt er natürlich Schwierigkeiten. Ja, der Doktorand wird ja auf dem Rücken des Doktoranden ausgetragen. Ich sage so mal, komm laude, zwei Gutachter satte Späne. Ja, mal gerade so. Das war natürlich die Botschaft, passte nicht. Und also, so sieht die wirklich aus. Von dieser Institution lassen wir uns sagen, was Recht ist. Es ist doch wohl völlig klar. Die höchste Instanz in Sachen des Rechts in Deutschland muss das Bundesverfassungsgericht sein. Und es muss anders ausgewählt werden, dass Leute drin sind, die innerlich unabhängig sind und innerlich die Sittlichkeit haben, nur das Recht verwirklichen zu wollen. Also, meine Botschaft ist ja, der Bundesverfassungsgericht hat jetzt auch wieder in der Quasi-Easing-Sache klar gesagt, das ist Staatsfinanzierung, verfassungswidrig, und sie werden wieder einklicken. Das ist völlig klar. Nicht? Das nennt sich Rechtsstaat. Ich bin ja schon viel älter als Sie alle zusammen, und ich habe den Rechtsstaat noch erlebt. Das waren die 60er und 70er Jahre. Da hat man sich echt um Rechtsstaat bemüht. Ja, die kleinsten Fragen, die kleinsten Verfahrensfragen, bitter diskutiert. Dagegen, Kampf um den Rechtsstaat sind wir längst weit von entfernt. Warum? Weil wir den Rechtsstaat durch den Parteienstaat ersetzt haben. Nichts gegen Parteien. Da ist nichts anderes übrig, als so zu agieren. Sonst wird mir ja klar, der Nachteil hat keine Chance, ins Parlament zu kommen, wo es auch einen anderen Weg gibt. Aber der ist ja völlig chancenlos. Und man muss, die Bürger, die es hier noch gibt, die Leute, die das Recht verteidigen, müssen leidvollerweise diesen Weg gehen. Ich unterstütze das voll und ganz, bin da nicht Mitglied, weil ich meine Unabhängigkeit wahren will und meines Erachtens viel mehr Einfluss habe, ohne Mitglied sein, damit nicht irgendjemand sagt, der will ja auch nur einen Posten. Ja? Dass ich mich da hineinbegebe in einen Streit mit Frau Petri vielleicht noch, die sie natürlich alle lieben. Ich weiß nicht, ob ich sie lieben sollte, weil ich sie gar nicht mehr kenne. Aber das mache ich auf keinen Fall. Aber ich unterstütze diese Idee, diese Vorstellung. Es ist absolut notwendig, dass eine Alternative für Deutschland, also mit so vielen Stimmen wie möglich ins Parlament kommt, also wie Sie sagen, 20. Ja? Aber leider gibt es nicht nur Sachsen, sondern es gibt auch noch andere Länder, ja, die noch nicht so fortschrittlich sind und nicht so viel gelitten haben eben, die Menschen in der früheren DDR. Also die Massenzuwanderung, das Hauptproblem, was man, da darf man nicht immer durch ZDF und ARD in die Irre führen lassen, ja? Die ja mit ihren Nebenbemerkungen in die Irre führen, mit ihren Adjektiven in die Irre führen, ist doch, dass nicht einer legal über die Grenze gekommen ist. Alle hätten daran gehindert werden müssen oder zurückgeschoben werden müssen, Fachausdruck aus dem Gesetz, zurückgeschoben werden müssen, und niemand, der illegal strafbar nach Deutschland gekommen ist, hält sich hier legal auf. Der Aufenthalt all dieser Menschen ist strafbar, ja, weil die illegal ins Land gekommen sind und kein Recht zum Aufenthalt haben. Sie haben nicht nur kein Asylgrundrecht, das ist gesagt, weil sie immer über sichere Länder gekommen sind, EU-Staaten gekommen sind, bis auf die 900. Ob die ein Asylrecht haben, ist eine ganz andere Frage. Ja. Nur politisch Verfolgte genießen Asyl. Aber es gibt ja die anderen Schutzrechte, die den Leuten Schwierigkeiten machen, mit denen man sich immer herauslügt. Die internationalen Schutz, das ist der Flüchtlingsstatus, und das ist zum anderen der sekundäre internationale Schutz, den will ich jetzt mal aus Zeitgründen weglassen, der spielt praktisch jetzt nicht die große Rolle, der erlaubt den Schutz von Flüchtlingen vor Krieg und Bürgerkrieg. Denn die politische Verfolgung, Asylrecht, gibt kein Recht, vor Krieg und Bürgerkrieg zu fliehen. Flüchtlinge sind sowieso nicht das. Ja, höchstens Asyl, höchstens Sozialflüchtlinge, ja, ja, wenn man auch so benutzen will, aber nicht im rechtlichen Sinne. Flüchtlinge im Rechtssinne, Flüchtlingsstatus, Genfer Konvention, ja, wenn bestimmte Tatbestände erfüllt sind, also wenn sie fürchten müssen um ihr Leben, um ihre Würde, was ist das, und um ihre Sicherheit, wegen ihrer Religion verfolgt werden, oder aus vielen verschiedenen anderen Gründen. Das ist ja alles gut und schön. Nur,
Der Flüchtlingsstatus bedeutet nichts anderes als ein Abschiebeverbot. Ja, Paragraph 60a aufwärtsgemäß. Ein Abschiebeverbot. Abgeschoben werden aus Deutschland kann man erst, wenn man drin ist. Es gibt null Recht zur Einreise. Null Recht. Sind alle illegal reingekommen. Und zum Glück, aus bestimmten Gründen, gibt es nicht eine Regelung in der Europäischen Union, in den unendlich vielen, wirklich kaum lesbaren, ich habe dafür Sie hinreichend gelitten, das zu lesen und durchzuarbeiten, Regelungen der Europäischen Union, die immer so formulieren, dass auch keiner richtig merkt, was Sache ist. Es gibt keine Regelung, die ein Einreiserecht gibt für jemanden, der Flüchtlingsstatus gerne hätte. Ein kleines Asylrecht nennt man das, Flüchtlingsstatus. 2 Jahre lang. Gibt es nicht eine Vorschrift. Nicht eine Vorschrift. Warum gibt es nicht eine Vorschrift? Weil dem die Mitgliedstaaten gar nicht zugestimmt hätten. Die müssten nämlich auch Spanien zustimmen. Die mögen das ja nicht so sehr. Nicht immer wieder Barcelona. Ja? Und natürlich auch Malta. Denn die müssten alle Flüchtlinge dieser Welt denn ja aufnehmen. Das ist eine ganze Menge. Höchstwahrscheinlich wird man 10 Milliarden zählen können, die angezogen werden von Sozialstatus in Deutschland und Europa. Aber die entsprechende UNO-Behörde zählt 60 Millionen Flüchtlinge. Wie soll Malta die aufnehmen? Also so ein, wir auch nicht, so ein Einreiserecht gibt es nicht. Da steht nirgends. Warum? Weil die Europäische Union dafür gar keine Befugnis hat. Nach Artikel 78 Arbeitsvertrag hat sie diese Befugnis nicht, deswegen steht es nicht drin. Alle denken nur, Dublin 3 bringt so irgendwelche Rechte. Null! Null Rechte bringt Dublin 3. Hat jetzt sogar jüngst, 3 Wochen her, 4 Wochen her, der Europäische Gerichtshof entschieden. Ja? Dublin 3, richtig entschieden in dem Fall. Dublin 3 sagt einzig und allein, wie die Leute, die also in einem Land einen Antrag gestellt haben, weil das Land sie rechtswidrig oder nicht rechtswidrig, das einzige Land, das er nicht rechtswidrig handelt, heißt Ungarn. Ja? Und der wunderbare Ministerpräsident heißt Orban. Und er wird unterstützt von meinem Freund Václav Klaus. Und das sind Helden. Das sind Helden unserer Zeit. Nur die. Und in Polen geschieht gar nichts gegen den Rechtsstaat. Gar nichts. Ich kenne die Regelung. Ja? Die polnische Verfassungsgerichtsbarkeit ist unabhängiger als die deutsche. In Wirklichkeit. Ich könnte das näher im Einzelnen ausführen. Im Ausland will der Ministerpräsident, die Regierung, keinen Einfluss auf die Verfassungsrichter nehmen, wie es bei uns kolportiert wird, sondern auf Einfluss nehmen auf die Besetzung der Präsidentenämter der Gerichte. Nicht der Richter, sondern jedes Gericht hat einen Präsidenten. Wenn jemand mit dem Rechtswesen zu tun hat, weiß er das. Amtsgerichtspräsident. Der Amtsgerichtspräsident oder Landgerichtspräsident ist gleichzeitig auch ein Richter natürlich. In voller Unabhängigkeit. Aber als Präsident hat er ein Verwaltungsamt, einen reinen Verwaltungsposten. Und darauf will die polnische Regierung Einfluss nehmen, warum nicht. Hat nichts mit richterlicher Unabhängigkeit zu tun. Und also nur die Stimmungsmache gegen Polen ist ungeheuerlich. Ist ungeheuerlich, nur weil die nicht ganz so mitziehen wie Herr Tusk, ja, der auch mal Ministerpräsident sein durfte, ja. Es gerne möchte. Also, die Grenzüberschreitung ist das Problem. Ja? Die darf man eben nicht zulassen. Und jetzt hat man es ja gerade wegen des Gipfels da in Hamburg ausprobiert. Da wurden die Grenzen ganz locker gesichert, war gar kein Problem. Wenn die aber erstmal im Land sind, wenn sie im Land sind, bleibt immer noch richtig, dass sie illegal im Land sind, das heißt, dass sie verpflichtet sind, das Land zu verlassen, aber der Flüchtlingsstatus, der hängt davon ab, ob sie wirklich den Kriterien der Genfer Konvention unterliegen, wenn sie erst im Land sind, und dann müssen sie zwar das Land verlassen, machen die Strafe, wenn sie es nicht machen, aber sie können nicht abgeschoben werden. Ja, das steht also im Aufenthaltsgesetz und nur. Wer ist denn, wer erfüllt denn den Flüchtlingsstatus? Der muss er doch wenigstens prüfen, oder? Aber bei niemandem sind sie prüfbar. Es hat ja sich die Bundesanstalt selbst beschwert. Die hat ja den Personalrat sich beschwert.
dass sie ja nicht prüfen. Denn es gibt nicht nur Gründe dafür, dass jemand Flüchtling ist, Inklusionsgründe, wie man die nennt, sondern es gibt auch Exklusionsgründe. Nämlich für Menschen, die zwar vielleicht geflohen sind, aber die man nicht im Lande haben will, weil sie Verbrecher sind. Ja? Und weil sie eben Straftaten begangen haben, bestimmter Art, die hier aufgezählt sind in Paragraphen 4 des Asylgesetzes. Ja? Der muss am wenigsten prüfen. Es ist bei keinem geprüft worden. Ergebnis, verwaltungsjuristisch, ganz eindeutig, alle diese Verwaltungsakte, ihr kriegt den Flüchtlingsstatus, ihr kriegt die ganzen Sozialleistungen für 2 Jahre erstmal, sind nichtig. Sind nach klarer Rechtsdogmatik einfacher Art, dass offensichtlich rechtswidrig, weil nichts geprüft wurde. So eine Prüfung dauert schon Monate lang. Ja, ist egal. Das ist alles eine Ausnahmesituation, die da irgendwie gehandhabt wurde, aber dafür besteht natürlich gar keine Rechtsgrundlage in irgendeiner Weise. Also die Verwaltungsakte, du bist Flüchtling, du darfst bleiben, sind nichtig. Und zwar eindeutig. Also keiner hat hier irgendein Recht des Aufenthaltes. Das ist einfach der juristische Status. Und das wollte nicht sagen, ich oder ich, das wollte jeder sagen. Ich habe ja eine Verfassungsbeschwerde eingelegt und das alles auch vorgetragen. Und das war so überzeugend, zwingend, weil es zwingend ist. Genauso hat der frühere Verfassungsrichter Uwe die Farbe gesprochen. Genauso hat der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, der mit mir zusammen promoviert hat, gesprochen. Genauso spricht Rupert Scholz. Und so sprechen alle, wer sich geäußert hat und sagt, es gibt ja eine Schrift von 23 Staatsrechtslehrern, die das auch gesagt haben. Kein Staatsrechtslehrer kann, wenn er überhaupt noch ernst genommen will, werden will, anders denken. Die Sache ist völlig klar, wir brechen einfach im ganz großen Stil das Recht. Natürlich, was hat das Gericht gemacht? Hat die Verfassungsbeschwerde ohne jede Begründung, eine Begründung wäre schon schwer gewesen, nicht zur Entscheidung angenommen. Dieses Recht haben die eben und das ist natürlich ein großes Unrecht. Ein solches Verfahrensrecht gibt es in keinem anderen Staat. In keinem anderen Staat. Wenn man nicht will, entscheidet man eben überhaupt nicht. So, da noch, die Zeit ist natürlich furchtbar knapp, weiß ich. Aber wenn ich mal herkomme, Familienzusammenschluss, das ist ja jetzt unser Thema. Nicht? Das ist ja das, was wir verfolgen müssen nach dem 24. September. Und dann geht es ja richtig los. Ja? Und da darf ich nur sagen, es gibt nicht eine Vorschrift internationaler Art, ja, die Deutschland zwingt zum Familienhaus. Den zuzulassen. Auch keine europarechtliche Vorschrift. Keine. Es gibt Vorschriften darüber, dass wenn Leute ins Land gekommen sind, dass die Familien zusammengeführt werden sollen. Die Kinder zu den Eltern. Wenn sie ins Land gekommen sind. Dazu habe ich was gesagt, sie müssen legal ins Land gekommen sein. Und so weiter. Ja? Also nicht zwingt uns zum Familiennachzug. Da steht da schon durchaus im Aufenthaltsgesetz, im Asylgesetz, einiges drin, aber es ist keine unionsrechtlicher Zwang in irgendeiner Weise, weil es da gar keinen Text gibt. Und schon gar nicht steht es in der Genfer Flüchtlingskonvention. Wir sind durch nichts gezwungen, den Familiennachzug zuzulassen. Im Übrigen möchte ich mal sagen, wenn es irgendwo stünde, steht aber gar nicht, dann wäre es für uns ein leichtes zu sagen, nein, danke, wir nicht. Deutschland hat nach wie vor, da möchte ich so ein bisschen überleiten zur nationalen Option, zu bestimmten Aspekten, nämlich der Souveränitätsaspekt. Da gibt es so das Buch Souveränität Deutschlands. Und da zu Souveränitätsaspekten, die natürlich essentiell sind. Und ich hätte diese Sachen nicht geschrieben, da ich auch schon steinalt bin und jetzt gar nicht mehr durch. Ich bin ja schon habilitiert. Ja? Also die meisten Kollegen schreiben mir nur ein Buch in ihrem Leben, eine Habilitationsschrift, nie wieder was. Sonst machen sie nur noch Regierungsgutachten. Aber wer unabhängig ist, macht das eben. So, und ich will da mithelfen und habe da diese Bücher zur Souveränität, gibt es da von Dunkel und Dunkler noch ein bisschen vertieft und ist noch schwerer, gewichtig schwerer und dafür viel teurer. Ja? Das kostet hier jetzt 10 übrigens, 10, also jetzt, wenn es neu kommt und bei zweiter Auflage und das kostet 78. Kein Wunder, dass keiner es kauft. 78 ist zu viel. Und deswegen gehe ich auch deswegen, weil es auch ein feiner Kerl ist, gehe ich zu Kopf. Weil es ein feiner Kerl ist. Polizist, übrigens, von außen. Und
Und der verbreitet die Sachen wenigstens. Also, die, wir können jede europarechtliche Regelung, jede einzelne, trotz allen Vorrangs des Gemeinschaftsrechts, der verfassungswidrig vom Europäischen Gerichtshof schon 1963, ich habe nicht aufgepasst, muss ich sagen, weil ich es noch nicht mitgekriegt habe. Hab's ja schon gelebt, ja, so ist es nicht. Aber in meinen Vorlesungen, also als ich Student war, kam das Wort Europarecht nicht vor. Es galt zwar schon ein paar Jahre, aber es kam nicht vor. Und keiner hat aufgepasst, niemand hat aufgepasst. Da hat der Europäische Gerichtshof dekretiert, in drei Sätzen, das Europarecht, das ja Völkerrecht ist, Völkerrecht hat Vorrang von den nationalen Rechtsordnungen bis zu den nationalen Verfassungsgesetzen, das Grundgesetz. Ungeheuerlichkeit. Völkerrecht hat den Charakter, dass es nur verbindlich ist, wenn es in einfaches Gesetz im Staat umgesetzt worden ist. Ja, das ist der völkerrechtliche Dualismus. Aber das Unionsrecht beansprucht einen Vorrang vom nationalen Recht. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Vorrang besteht, obwohl er ganz klar staatsrechtswidrig ist, weil das Bundesverfassungsgericht das so handhabt. Aber Karlsruhe, was auch nie jemand zur Kenntnis nimmt, sagt gleichzeitig, nicht nur, dass wir jederzeit die Europäische Union verlassen können, und ich sage dazu sollten, ja, das ist das Prinzip der umkehrbaren Selbstbindung, sagt Karlsruhe. Ich habe es mal im Prinzip der ständigen Freiwilligkeit genannt, finde es sehr schön, umkehrbare Selbstbindung. Und wir können austreten, Brexit auf Deutsch, ja, dann austreten, machen wir sowieso nicht, nicht? Aber ich kann doch gut verstehen, dass es nicht gemacht wird, sage ich noch was dazu, wenn Sie erlauben, sondern wir können, als Karlsruhe dreimal ausgesprochen, allen drei wichtigen Entscheidungen, im Maastricht-Urteil, im Lissabon-Urteil und im Griechenland-Urteil, wir können auch jede einzelne Regelung aufheben. Wir können von jeder einzelnen Regelung des Vertragsrechts lösen. Wir können zum Beispiel isoliert lösen von der Währungsunion. Müssen sogar. Karlsruhe hat klar gesagt, wenn die Währungsunion keine Stabilität zu haben verspricht, bleibt ultima ratio die Möglichkeit, eben dort aus der Währungsunion isoliert, auszuscheiden. Also wird ja wohl keiner behaupten, dass die Währungsunion stabil ist. Ja? Das hat sich ja wohl bewiesen, dass sie keine Stabilität verbindet. Ich muss es jetzt nicht mehr ausführen. Ich habe ja dazu ein Buch geschrieben. Also ist nicht hier. Aber wir können das machen. Aber zum Beispiel auch Fiskalvertrag. Der enorme Verpflichtung mit sich bringt, auch zur Verfassungsänderung. Können wir jederzeit dies und jenes streichen. Wir können jeden Artikel, der sich passt, aus den Verträgen herausnehmen. Warum? Juristisch? Weil die Verträge in Deutschland nur Geltung haben aufgrund des Zustimmungsgesetzes. Da gibt es viele Leute im Bundestag, die haben zugestimmt. Deswegen bin ich für eine Alternative im Bundestag. Ja? Ich habe immer das in Prozessen gesagt, in denen der Bundestag gestärkt wurde. Ja, das ist, wenn diese Leute da drin sind. Wir brauchen eine andere Abgeordnete. Das ist, bevor es Herrn Luke überhaupt gab, haben sie schon gesagt. Ja, das ist ja auch logisch. Das ist ja auch logisch. Die Möglichkeit besteht. Ja, einzelne Regelungen durch Änderung des Zustimmungsgesetzes. Das Zustimmungsgesetz unterliegt unserer Souveränität, unserer Hoheit. Niemand sonst, niemand bindet uns. Ja, wir können jede einzelne Regelung eben aufheben. Das heißt Souveränität wahren, wenn sie uns nicht passt. Und dann geht das nicht mehr, schlicht und einfach. Der Vertrag, also der Lissabon-Vertrag, der jetzt in Geltung ist, gilt bei uns ohnehin nicht so wie in Frankreich, wie in Italien, wie in Österreich, wie sonst wo. Warum? Wir haben einen völlig anderen Vertrag. Der ist gar nicht einheitlich, weil der Vertrag überhaupt nur Geltung hat in Deutschland, anwendbar ist, nach Maßgabe des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, des Lissabon-Urteils. Und da steht eine Menge drin. Das sind ungefähr 280 Seiten. Ja? Und da steht eine Menge
Relativierung drin. Also in Österreich sind wir noch braver als hier. Ich weiß ja nicht, wo. Ja. Haben wir mal einen Mundwerk, die Wiener, ja? Aber geheult ja noch viel mehr. Die Karlsruhe hat 5 Vorbehalte gegen den Vorrang gemacht. 5 Vorbehalte. Zum Beispiel darf auch nichts geschehen, was wesentliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland berührt, ohne unsere Zustimmung. Fast alles verletzt unsere wesentlichen Interessen. Das ist eine andere Frage. Das sieht eben irgendeine Regierung anders. Schlimmer noch, die Regierung, sei es wer es will. Schlimmer ist ja, dass der Bundestag das alles mitmacht. Warum ist denn der Bundestag Angela Merkel bei dem schweren Unrecht nicht in die Arme gefallen? Da ist niemand mehr wählbar von diesen Leuten. Niemand. Wer tut eine Vorschläge? Wer hört die? Wer liest meine Bücher, außer Jost? Ja, und Sie vielleicht auch. Also es genügt ja, wenn Sie sie kaufen. Also die, das ist die Lage. Das ist die Lage. Wir haben die Souveränität. Erlauben Sie mir 3 Worte zur Souveränität, weil es immer missverstanden wird. In Deutschland wird ja systematisch verdummt. Das ist ja die Aufgabe der Medien, insbesondere der öffentlich-rechtlichen Medien und jetzt zunehmend auch der Schulen und der Universitäten. Aber es gibt immer noch Leute, die Unabhängigkeit, die geistige Unabhängigkeit des Zivilisierens verdrängen. Ja? Und es gibt Ingenieurwissenschaften. Das ist alles richtig. Also die Souveränität wird immer gelehrt noch und verstanden als Staatssouveränität. Das ist ein Kompromiss gewesen im Konstitutionalismus, im deutschen Konstitutionismus, gibt es nur in Deutschland. Man wollte einen Kompromiss zwischen der Fürstensouveränität, Baudin, und der Volkssouveränität, französischer Revolution. Und dann, wer soll es denn sein? Weder noch, wir haben eine Monarchie, ja, Wilhelm II. Noch und so weiter. Also sagen wir, der Staat ist ein Subjekt, ist ein Rechtssubjekt, ist eine Person und der Staat ist souverän. Wir haben hier auch eigentlich vom Staat gehört. Nicht? Das hängt ja auch mit dem Volksbegriff zusammen, diese Wahnidee, das Volk ist eine politische Einheit. Und die unsichtbare politische Einheit, Karl Schmidt, das, was du da sagst, das klang mir sehr danach, das ist natürlich höherer Unsinn, aber berühmt. Also dazu was zu sagen. Nein, der Staat ist aus technischen Gründen eine Rechtsperson, um ihn verkehrsfähig zu machen, aber hat natürlich keine Persönlichkeit. Ist keine Person wie wir hier, jeder Einzelne. Er hat nichts Persönliches. Er ist ein nichts anderes als eine Organisation. Eine Organisation des Volkes zur Verwirklichung des Rechts. Das ist der Rechtsstaat. Nichts anderes. So, er kann nicht souverän sein. Souverän kann nur ein Mensch sein. Es gibt die innere Souveränität, die äußere Souveränität. Nein, souverän ist einzig und allein der Bürger. Ich bin der Erste, muss ich zu meiner Schande gestehen, in Deutschland jedenfalls, französische Revolution, das war Frankreich, der die Bürgersouveränität lehrt. Will man nicht hören. Man redet zwar von Bürgern, meint aber die lieben Mitbürger, der meistens dann aus Syrien kommt. Nein, der Bürger, im substanziellen Sinne meine ich den Bürger, durchaus im Sinne des 19. Jahrhunderts. Der Bürger, aber jeder Mensch wird als Bürger anerkannt, jeder Staatsangehöriger wird als Bürger anerkannt. Der Bürger ist souverän, kann allerdings die Souveränität nur in Gemeinschaft mit allen anderen Bürgern des Staates ausüben. Und das bedarf der Organisation. Die haben wir. Ja? Und das muss man ganz klar sehen. Wir sind souverän und niemand, da wird ja auch unheimlich viel im Netz kolportiert, was großer Unsinn ist. Niemand kann uns die Souveränität nehmen, denn Souveränität ist nichts anderes als die politische Freiheit. Die Freiheit, die politische Freiheit, die wichtigste, die politische Freiheit. Und die sich nicht anerkannt wird. Und da kann andere Merkel was machen, was sie will. Wir bleiben souverän. Nur die Souveränität wird verletzt. Sie wird nicht geachtet. Das ist Unrecht. Und alle meine Prozesse gingen um die Souveränität und nichts anderes. Und wer darüber nachgedacht hat, die darüber geschrieben hat, kann sie auch nicht verstehen. Also das ist Souveränität und die muss man natürlich auch leben. Und diese Souveränität hat die Bürgerschaft. Hier ist ein Teil der Bürgerschaft, der wichtigste. Es gibt außerhalb dieses Raums noch ein paar andere. Und das sind die Bürger. Die Bürgerschaft ist eine andere Formulierung für das Volk.
Die Bürgerschaft ist das Volk. Und alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Man kann den Begriff nicht abschaffen. Und das Volk ist eben genau die Menge von Menschen, die sich vereinigt haben, um unter einer gemeinsamen Verfassung eben das Recht zu verwirklichen. Das ist die kantianische Definition in etwa. Das ist sehr nüchtern. Aber ich darf das als Letzte nur noch kurz sagen, dieses Volk bedarf aus einem bestimmten Grunde, nicht um Bürgerschaft zu sein als solche, da muss auch innerlich Bürger sein, also eine gewisse Bildung haben und Besitz, dieses Volk bedarf um des demokratischen Prinzips willen. Eine Demokratie gibt es in Deutschland nicht. So falsch. Grundgesetz kennt das Wort Demokratie nicht, sondern Wort Republik. Und es geht um die Republik. Und die Republik muss demokratisch sein. Das ist ein Adjektiv. Also um des demokratischen Prinzips willen bedarf dieses Volk, sonst gibt es keine Chance, in Parallelgesellschaften und so weiter, zu einer Willensbildung des Volkes. Ja? Zu einer Willensbildung des Volkes, dann werden die Parteien nur mitwirken, wenn das Volk nicht hinreichend homogen ist. Das ist der Punkt. Das ist eine materielle Voraussetzung. Die hinreichende Homogenität. Und die Homogenität eines jeden Volkes ist ein historisches Ereignis. In Amerika ganz anders, in Kanada ganz anders, als in Deutschland, in Frankreich und wo auch immer. Ja, es ist eine historische Entwicklung und Deutschland war homogen und man tut alles, um die Homogenität zu beseitigen, weil dieses schreckliche Volk dann nämlich nicht mehr demokratiefähig ist. Das will man ja gerade auch beseitigen. Da hat man natürlich einen Hebel aller Jean Monnet, um dann noch den Umsturz noch weiter voranzutreiben. Aber die Homogenität, die deutsche Homogenität besteht im Wesentlichen in der Sprache. Deutschland ist eine Sprachnation. Es besteht auch in der Kultur, besteht auch in gewisser Weise in der Geschichte und besteht auch in der Denkungsart. Also es gibt zwei Völker in Deutschland, die jedenfalls die fleißig sind, die Preußen und die Sachsen. Ja? Da gibt es auch noch die Rheinländer. Ja, aber ziemlich fleißig. Also die lieben wir alle. Ich liebe die verschiedenen Stämme und Völker. Das ist sehr gut. Ich bin absoluter Anhänger des Föderalismus. Völlig gegen den Einerstaat, sage ich nur mal so. Aber ich habe schon in den 80er Jahren das Homogenitätsprinzip vertreten. Im Übrigen in Übereinstimmung mit fast der gesamten Staatsrechtslehrerschaft. Was ich sage, ist nicht außergewöhnlich. Ich sage es eben nur. Ja, aber als ich das schriftlich da niedergelegt habe, wurde ich erstmal in München von der Bundesuniversität von einem Bewerbungsvortrag um eine Promotion gleich ausgeladen. Das war in den frühen 90er Jahren, also ist alles schon ein bisschen älter. Ja? Das Wort Homogenität darf man gar nicht benutzen. Man hat Homogenität zu tun. Ja? Oder was auch immer. Also nur, ich könnte gerne mehr über diesen wichtigen Punkt zu sagen, aber Voraussetzung eines demokratischen Systems, einer Republik, die demokratisch und sozial sein muss, ist eben die Homogenität. Und nur wenn die politische Freiheit eben gelebt wird und auch politisch verwirklicht wird aufgrund demokratischer Strukturen, kann es auch einen Rechtsstaat geben, kann es auch einen Sozialstaat geben. Und dann darf ich noch ein Wort sagen, politische Freiheit ist der schwerste Begriff. Aber auch ein unheimlich folgenschwerer Begriff. Ich empfehle Kant-Studien, aber in meinen Schriften ist auch behandelt, in der Freiheit in der Republik. Also Freiheit heißt, ganz kurz gesagt, Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür. Nicht ein anderer bestimmt, sondern man selbst. Ja, ist unabhängig von Willkür. Und verbunden mit der inneren Freiheit, nämlich der Achtung des kategorischen Imperativs, das ist die Sittlichkeit, so steht es im Grundgesetz. Nur das macht einen Bürger aus, auch diese Sittlichkeit, denn sonst kann es schlechterdings nicht zum allgemeinen Willen des Volkes kommen. Und der allgemeine Wille des Volkes, die Voluntas Generale, ist eben das Gesetz. Ja, das ist das Recht, der allgemeine Wille des Volkes. Und dieser allgemeine Wille des Volkes ist eine Kategorie transzendentalphilosophisch der Vernunft. Dieser Wille ist nicht Ihr Wille, nicht mein Wille, sondern der Wille ist objektiv und der muss erkannt werden
in der jeweiligen sich ständig ändernden Lage. Und die Erkenntnisaufgabe haben die Vertreter des ganzen Volkes. Sie müssen dazu aber auch fähig sein. Ich greife auf, was Josef Bauch gesagt hat, ein Stück Aristokratie. Ich nenne das republikanische Aristokratie. Ich sehe im Bundestag im Augenblick eigentlich niemanden, der dazu fähig ist. Das muss sich ganz klar ändern. Es muss erkannt werden, es ist ein Kognitivismus, erkannt werden, was der Wille des Volkes ist. Es geht nicht darum, dass irgendjemand gewählt wird, um andere zu beherrschen. Ein freiheitliches, demokratisches Gemeinwesen, freiheitliche demokratische Grundordnung, ist ein politisches System ohne Herrschaft. Keine Herrschaft ist legal oder legitim. Genau das Gegenteil ist hier. Genau das Gegenteil. Und jetzt muss ich mich der Herrschaft beugen, der Herrschaft der Uhr. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.